das System zusammenbrechen und vor allen Dingen auch Internet wäre ja auch weg. Wenn es dann eine gewisse Dauer übersteigen würde, also so, ich denke mal, nach so 6-7 Stunden würde ich mir schon Sorgen machen. Definitiv. Wäre Deutschland darauf vorbereitet? Die Stromanbieter, Katastrophenschutz, Krankenhäuser, Einwohner? Keine Ahnung, was das tun würde. Keine Ahnung, was dann wäre. Genau. Bin ich völlig unvorbereitet. Ich glaube, man überlegt gar nicht, wie viele Dinge ausfallen, wenn Strom weg ist. Deutschland ohne Strom. Hirngespinst einiger Zweifler oder mögliche Realität. Was würde passieren, wenn der Strom plötzlich ausbleibt, unsere elektrische Lebensader gekappt wird? In der Vergangenheit hat es immer wieder Blackouts gegeben, nicht selten mit großer Wirkung. Einen Eindruck davon, was passiert, wenn Millionen von Menschen plötzlich ohne Strom dastehen, gab es schon 1977. New York, 21. Juli. Um 21.36 Uhr geht plötzlich das Licht aus. 9 Millionen New Yorker stehen im Dunkeln für mehr als 24 Stunden. Tausende müssen aus Aufzügen und Hochhäusern gerettet werden. Der Verkehr kommt zum Erliegen. Der Grund? 2 Blitzschläge legen einen Transformator und mehrere Hauptleitungen lahm. Personalmangel, schlechte Kommunikation, überbordende Bürokratie und eine lockere Schraubmutter in einer Schaltstelle lösen die Kettenreaktion aus. Auch Europa bleibt nicht verschont. Ein Abstimmungsfehler führt im November 2006 zu Stromausfällen. Die Ursache? Für einen Stapellauf der Meyerwerft wird aus Sicherheitsgründen eine Höchstspannungsleitung über die Ems kurzzeitig abgeschaltet. Diese Abschaltung wird aber nur unzureichend kommuniziert. Der Rest geschieht quasi von allein. In einem Kaskadeneffekt gehen mehrere Leitungen vom Netz. Die Folge? Ein 2-stündiges Chaos. 15 Millionen Europäer sind betroffen. Türkei im März 2015. Innerhalb kürzester Zeit stehen Ballungsräume wie Istanbul oder Ankara ohne Strom da. U-Bahnlinien, Ampelanlagen, Verkehrschaos. Ein Sabotageakt, zum Beispiel durch Hacker, wird für möglich gehalten. Knapp 80 Millionen Menschen stundenlang ohne Strom. Wie sicher sind eigentlich Deutschlands Netze? Ein landesweiter Stromausfall für Stunden oder Tage, gar Wochen? Deutschland hat einen Nettostromverbrauch von etwa 580 Milliarden Kilowattstunden im Jahr. Davon wird noch immer ein großer Anteil mit Hilfe fossiler Brennstoffe oder über Kernkraftwerke erzeugt. Der Anteil erneuerbarer Energien steigt kontinuierlich. Welche Folgen hat es, wenn diese Lebensader Strom versiegt? Das wollen wir herausfinden. Könnten Terroristen Deutschland den Strom abdrehen, Leitungen zerstören, ganze Kraftwerke hacken oder mit Hilfe intelligenter Stromzähler den Verbrauch manipulieren? Um die Möglichkeit eines Angriffs ausloten zu können, muss man zunächst verstehen, wie der Strom in die Steckdose kommt. Sagen wir so, es ist kompliziert. 1790 Kraftwerke gibt es derzeit in Deutschland laut Bundesnetzagentur. Davon produzieren 180 Strom aus Erdgas, 97 aus Kohle, 66 aus Abfall, 42 gewinnen Strom mit der Verbrennung von Mineralölprodukten. Hinzu kommen 8 Kernkraftwerke. Bei den erneuerbaren Energien gibt es 674 Windkraftanlagen an Land, 156 Wasserkraftwerke, 74 produzieren Strom aus Biomasse, dazu über 1,5 Millionen Photovoltaikanlagen. Den Strom dieser Anbieter an knapp 40 Millionen Haushalte zu verteilen und dabei noch mit den Nachbarländern Strom auszutauschen, das macht Strom aus der Steckdose kompliziert. Wir werden ganze Kraftwerke lahmlegen. Die meisten Kraftwerke bedürfen einer komplizierten Steuerung. Bei diesem Wasserkraftwerk sind es Wasserstand, Wassergeschwindigkeit, Temperatur der Turbinen und noch einiges mehr, was vom Leitstand aus überprüft werden muss, mit Hilfe von Sensoren. Die Kommunikation erfolgt über Leitungen, die in der Regel an einem Computer enden. Einem Computer, den man angreifen kann. Das Szenario läuft folgendermaßen. Ein Hacker bringt einen Mitarbeiter in einem Kraftwerk dazu, einen USB-Stick mit einem Schadprogramm in den Rechner zu schieben oder eine Mail zu öffnen, in der ein Schadprogramm enthalten ist. Dieses wiederum sorgt dafür, dass ein prozessorgesteuertes Bauteil falsche Daten sendet, was in der Folge dazu führen kann, dass Kraftwerke abschalten. Die Compass Security AG am Zürichsee. Im Auftrag internationaler Firmen hacken sich dort Mitarbeiter in Computersysteme ein, um die Sicherheit der technischen Anlagen zu überprüfen. Cyril Brunschwiler ist einer von ihnen.
In diesem Koffer befindet sich ein Versuchsaufbau, mit dem Brunschwiler einen Angriff auf ein Kraftwerk simuliert. Dabei geht es um dieses Bauteil, das sich in zunehmendem Maße, mal mehr, mal weniger gesichert, in technischen Anlagen von Energieversorgern befindet. Nur, wie bringt man einen Kraftwerksmitarbeiter dazu, den Trojaner überhaupt anzunehmen? Eine typische Masche, die wir immer wieder anwenden, ist, wir gehen auf die Webseite der Firma, schauen uns nach aktuellen Bewerbungen um, schreiben dann eine fingierte Bewerbung mit einer netten Fußzeile, dass der Rest der Bewerbung sich auf dem USB-Stick befindet, und die werden bemüht sein, sich das anzuschauen. In der Versuchsanordnung ist der Rechner beides in einem: Angreifer und Opfer. Der Klick auf die vertrauenswürdige Nachricht öffnet ein Programm im Hintergrund, das einen Kanal zum Bauteil öffnet. Das Opfer bemerkt den Angriff lediglich durch eine Fehlermeldung, die suggeriert, dass die Datei defekt ist. Dem Hacker sind jetzt Tür und Tor geöffnet. Ab jetzt sind verschiedene Szenarien denkbar, je nachdem, welche Technik am anderen Ende der Leitung sitzt. Fehlerhafte Sensormeldungen oder die Steuerung bestimmter Kraftwerksbereiche. Man könnte versuchen, einen großen Schalter einzuschalten oder halt eben abzuschalten. Bedeutet aber, dass dann vielleicht ein Schutzmechanismus zum Zuge käme. Falls dieser Schutzmechanismus aber ausbleibt, kann es durchaus zu Fehlfunktionen kommen, die dann vielleicht auch zur Abschaltung von gewissen Komponenten führen würde. Das wäre natürlich sehr unschön. Was hier nur wenige Minuten gedauert hat, benötigt in der Realität aber einige Wochen, manchmal sogar Monate an Vorbereitung. Der Trojaner muss geschrieben, ein Opfer ausgesucht werden. Wie wahrscheinlich wäre ein solcher Angriff? Ich denke, der Aufwand für einen physischen Angriff, also mit eben Flugzeugen oder Bomben, denke ich, wäre wahrscheinlich kleiner. Es hat aber den Nachteil, dass sich diese Personen vor Ort begeben müssen. Das heißt, sie müssen reisen, müssen auch Netzwerke pflegen vielleicht in dieser Region, müssen die Region auskundschaften. Eine Firma übers Internet auszukundschaften und dann vielleicht von entfernten Rechnern aus halt sich in so ein Netzwerk Zugriff zu verschaffen, das ist dann halt doch einfacher und man betritt auch nicht den Rechtsraum des anderen Staates. Blackout Stunde 0. Bei einem Stromausfall versuchen die Menschen zuallererst, den Ursprungszustand wiederherzustellen. Karl Vierbohm hat die psychische Seite von Stromausfällen untersucht. Man ist im ersten Moment sofort irritiert. Man geht sofort ans Erkunden. Was ist da los? Wir versuchen sofort zu kompensieren. Wir kennen das ja alles. Fällt, sagen wir mal, das Licht aus? Oh, vielleicht ein Stromausfall. Oder vielleicht ist es das eigene Haus, die eigene Wohnung. Man schaut vielleicht gerade aus dem Fenster raus. Man fängt sofort an zu organisieren. Jemand weiß, wo es die Kerzen gibt. Jemand hat ein Feuerzeug. Ein anderer weiß noch, es gibt irgendwo noch im Hause noch irgendeine Survival-Taschenlampe. Meistens funktionieren dann die Batterien gerade nicht und die Kurbeltaschenlampe, das ist ein ganz eigenes Ding. Das erfährt man in dem Moment. Das hat alles mit diesem Organisieren, mit dem Anknüpfen zu tun. Wir bleiben im Grunde verbindlich, wir bleiben in der Kultur. So ist Licht einerseits das erste Offensichtliche, das bei einem Stromausfall wegfällt. Zugleich aber auch etwas, das tief in unserem Leben verankert ist. Das können uns die älteren Generationen alle noch anschaulich erzählen, die noch etwas wissen, zum Beispiel aus Kriegszeiten. Da geht es, sagen wir, um Verdunkelung, ne? Oder in der Nachkriegszeit zunehmend, dass die Städte immer besser wieder beleuchtet waren und immer schöner, zum Beispiel zur Weihnachtszeit, also in der dunklen Jahreszeit, was ja im Grunde wie eine Verheißung war, ne? Also etwas ganz Tolles, so etwas wie Krieg oder böse Dinge, dunkle Dinge müssen uns nicht mehr passieren. Und das haben wir beim Stromausfall, damit ist zu rechnen. Wenn der Strom ausfällt, zeigt sich schon in der ersten Sekunde, wie verletzlich unsere Gesellschaft ist. Bonn, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK. In einer groß angelegten Studie haben Wissenschaftler hier das Risiko eines Ausfalls der Stromversorgung untersucht. Welche Katastrophen drohen zuerst? Wenn es in Deutschland zu einem großflächigen, langanhaltenden Stromausfall kommt, werden am ersten Tag schon alle Systeme, die natürlich auf Strom basieren, zum Beispiel im Haushalt, zum Beispiel in den Geschäften, Kassen, Bankautomaten, aber auch alle Haushaltsgeräte, werden natürlich nicht funktionieren. Das heißt, all das, was unser alltägliches Leben bequem macht, wird schon nicht funktionieren. Wir müssen allerdings auch am ersten Tag schon damit rechnen, dass es in kritischen Bereichen zu Störungen und Ausfällen kommt, so zum Beispiel regional in der Trinkwasserversorgung, weil auch die Trinkwasserversorgung auf elektrischen Pumpensystemen beispielsweise basiert, oder aber an Tankstellen, dass die Treibstoffversorgung zusammenbricht, weil die meisten Tankstellen in Deutschland über keine Notstromversorgung verfügen. Dass natürlich auch Verkehrsinfrastrukturen zusammenbrechen, beispielsweise Stadtbahnsysteme und Ähnliches, sodass also mit erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Leben zu rechnen ist. Problematisch wird es zunächst beim Schienenverkehr.
Nichts ginge mehr. Auch weil elektrische Züge den Weg für Dieselloks versperren. Aufzüge verfügen in der Regel ebenfalls über keine Notstromversorgung. Kleinere Tunnel müssten gesperrt werden wegen fehlender Belüftung und Beleuchtung. Notrufzentralen sind nicht erreichbar. Trotzdem sind Rettungsdienste jetzt gefragt. Und die Kliniken? Wie gut sind sie vorbereitet? Nicht nur auf die große Zahl von Verletzten, auch auf einen Stromausfall über mehrere Tage. Uniklinik Mainz, ein Operationssaal der Kinderklinik. Eine OP im Bauchraum, durchgeführt nur durch einen winzigen Schnitt. Einer der modernsten Operationssäle Deutschlands. Hightech, aber ohne Strom ginge hier nichts. Was würde passieren, wenn genau in diesem Moment der Strom ausfiele? Die wichtigsten Geräte sind an eine eigene Stromversorgung angeschlossen, erkennbar an den orangen Steckdosen. Ein Stockwerk höher stehen 66 6-Volt-Batterieblöcke. Sie sind theoretisch in der Lage, für etwa 3 Stunden die Notstromversorgung im gesamten Gebäude und damit auch im OP aufrechtzuerhalten. Die orangen Steckdosen und die sogenannte BSV, also batteriegestützte Stromversorgung, versorgt alle notwendigen Medizingeräte unterbrechungsfrei mit Strom, die für die Patientenversorgung notwendig sind. Und auch alle unterstützenden Prozesse für eine laufende OP, für eine laufende Versorgung von Patienten auf Intensivstationen. Das ist aber nicht die einzige Absicherung. Ein zweites Netzwerk mit grünen Steckdosen reagiert mit einer Verzögerung von etwa 15 Sekunden. Im Keller des sogenannten Notstromgebäudes. Wenn bei einem Blackout der Strom ausfällt, geht auch hier erstmal das Licht aus. 15 Sekunden etwa dauert es, bis die tonnenschweren Dieselaggregate ihren Dienst aufnehmen. Die beiden Maschinen liefern zusammengenommen etwa so viel Strom wie ein mittleres Windkraftwerk. Die Treibstoffvorräte reichen theoretisch etwa für 48 Stunden. Tonnen leichtes Heizöl. 2/3 der gesamten Universitätsklinik können die beiden Maschinen für diese Zeit mit Strom versorgen. Bei den grünen Steckdosen, die wir haben, die über die Sicherheitsstromversorgung nach 15 Sekunden wieder mit Strom versorgt werden, sind alle Geräte angeschlossen, wobei es immer sehr nutzerabhängig ist, welches Gerät er anschließt, die aber in der Regel batteriegepuffert sind und somit von sich aus mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung arbeiten und damit diese 15 Sekunden Unterbrechung nicht merken. Zusätzlich haben Kliniken in der Regel einen Exklusivvertrag mit einem Heizöllieferanten, sodass die Versorgung eigentlich sichergestellt sein sollte. So stellt bei einem Blackout die Stromversorgung in Krankenhäusern in den ersten Tagen kein Problem dar. Es ist etwas anderes, was den Kliniken bereits nach wenigen Stunden Stromausfall Sorgen bereitet. Alles, was uns von außen betrifft, das heißt vor allem die Wasserversorgung, die für uns ein ganz großes Problem darstellt, wenn jetzt das Wasserwerk, aus welchen Gründen auch immer, dass die Pumpen nicht mehr funktionieren, weil sie keine eigene Notstromversorgung haben oder die Notstromversorgung im Wasserwerk zusammenbrechen würde, aus welchen Gründen auch immer, dann hätten wir das Problem, dass wir circa nach 6 bis 8 Stunden uns Gedanken machen müssten, ob wir Patienten verlegen innerhalb des Geländes oder gar, je nachdem, wenn alle Häuser betroffen sind, auch in andere Häuser, weil fehlendes Wasser fatale Auswirkungen hat. Wir wären nicht mehr arbeitsfähig und dann würden wir automatisch in die Situation kommen, dass hier der Landkreis und die Stadt Mainz eingeschaltet werden müssen. Auch die Entsorgung würde im Falle des Falles große Probleme bereiten. Ein zweiter Aspekt, der uns von extern sehr stark beeinflusst, ist, wenn wir Einschränkungen hätten in der Müllentsorgung. Wenn das Heizkraftwerk als Beispiel nicht mehr arbeiten würde, wären wir ungefähr nach 2 Tagen auf dem Gelände mit unseren Lagermöglichkeiten des Abfalles am Ende. Das heißt also, wir würden, genau gesagt, im Müll ersticken. Wir könnten einfach das Netz manipulieren. Ein intelligenter Stromzähler. Ein sogenanntes Smart Meter. Mit Geräten wie diesem soll schon bald in ganz Europa der Stromverbrauch automatisch abgelesen werden, auch in Deutschland. Experten hatten allerdings in der Vergangenheit Schwachstellen bei manchen Geräten gefunden. Wir wollen daher wissen, kann man die Verbrauchswerte manipulieren und damit das Stromnetz zum Kollabieren bringen? Wie ist das bei deutschen Smart Metern? Jürgen Ruf arbeitet an der Sicherheit intelligenter Stromzähler. Er demonstriert, was bei einer gefälschten Abfrage passieren würde. Die Leitung blockiert und bleibt zu. Anders als in vielen anderen Ländern der EU sollen deutsche Zähler eine zusätzliche Sicherheitseinheit bekommen, eine Art Wächter. In diesem Gateway stecken endlos lange Verschlüsselungscodes.
Nur wer diese Codes kennt, der Stromanbieter zum Beispiel, kann eine Abfrage starten. Ziel ist, dass jedes Glied in der Stromablesekette sicher sein soll. Dieser Sicherheitsstandard zeichnet sich dadurch aus, dass detailliert sowohl die Technik, was Security angeht, in technischen Richtlinien geregelt ist, aber auch die Prozesse, die wichtig sind, um diese Technik einzusetzen, auch zertifiziert sein müssen. Und deshalb ergibt sich dann in der Summe ein sehr hoher Sicherheitsstandard. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie BSI will die Überwachung aber nicht nur auf den Einsatz der Geräte beschränken. Auch Herstellung und Entsorgung unterliegen hohen Auflagen. Sicherheit ist nicht nur ein Aspekt in der ganzen Sache, sondern man hat hier auch in dieser technischen Richtlinie den kompletten Lifecycle eines Produktes betrachtet. Das heißt, von der Produktion über den Betrieb, auch bis zur Außerbetriebnahme, sind sämtliche Prozesse definiert, die sicherheitsrelevant sind. Smart Meter sollen in Zukunft innerhalb des Haushaltes in verschiedene Netzwerke eingebunden werden. LMN, WAN und HAN. Was klingt wie die Zutaten zu einem chinesischen Reisgericht, sind verschiedene Netzwerke, die über das Gateway kommunizieren. So ist das WAN für die Kommunikation von und nach draußen, für Stromanbieter, Administratoren, externe Marktteilnehmer. Das HAN ist für die interne Kommunikation im Haus. Intelligente Geräte, aber auch Photovoltaik oder eine Wärmepumpe. Das LMN schließlich dient der Kommunikation mit Messgeräten, zum Beispiel dem Smart Meter. Die sichere Kommunikation über das Gateway macht einen Angriff zumindest extrem schwer. In Deutschland halte ich das für nicht möglich. Das BSI hat mit seinen Sicherheitsanforderungen eine sehr hohe Messlatte gelegt, die es für Angreifer unheimlich schwer macht, dort in dieses Netz einzudringen. Also der finanzielle Aufwand wäre gigantisch. Und ich kann mir mit den heutigen Standards nicht vorstellen, dass es hier einen flächendeckenden und länger andauernden Stromausfall geben wird. Das klingt nach Entwarnung, zumindest bei deutschen Stromzählern. In anderen Ländern Europas sind die Sicherheitsstandards allerdings nicht so hoch. Und ganz ausschließen kann man einen solchen Angriff nie. Sollte es zu einem Blackout kommen, liefen bei den Leitzentralen der europäischen Stromanbieter schnell die Drähte heiß. Dank eigener Notstromversorgung könnten sie sich auf Fehlersuche begeben und damit beginnen, das Netz behutsam wieder hochzufahren. Dabei helfen sich die Netzbetreiber Europas gegenseitig aus, denn Strom ist schon lange keine rein nationale Angelegenheit mehr. Wir sind in Laufenburg in der Schweiz, direkt an der deutschen Grenze. Hier wurde quasi der Anfang des europäischen Verbundnetzes geschaffen, mit einer Zusammenschaltung der Netze Deutschlands, Frankreichs und der Schweiz vor knapp 60 Jahren. Der Beginn einer europäischen Leitungs- und Frequenzregelung. Stromausfälle sind in der Regel nicht an nationale Grenzen gebunden. Das heißt, wir würden dann schauen, was sind die Folgen, die Konsequenzen für die Kunden in der Schweiz. Wir würden dort versuchen, mit Sofortmaßnahmen die Versorgung wiederherzustellen und dann eben auch parallel oder anschließend Kontakt mit den deutschen Kollegen, mit den Kollegen im angrenzenden Ausland aufzunehmen. Idee ist dann, dass wir natürlich schauen, können wir unterstützen mit unseren Mitteln, insbesondere mit unserem sehr flexiblen Wasserkraftwerkspark. Blackout Tag 1. Gerade in Ballungsräumen drohen neben der mangelnden Versorgung mit Lebensmitteln und Trinkwasser schon bald ganz andere Probleme. Bei einem länger anhaltenden Stromausfall wird es auch sehr schnell zu Problemen in der beispielsweise Abwasserentsorgung kommen. Auch in der Müllentsorgung wird es relativ schnell zu Problemen kommen können, gerade in städtischen, also in Ballungsgebieten. Das heißt, dort muss man dann Maßnahmen der Hygiene ganz massiv vorantreiben. Das heißt, hier müssen die Bevölkerung, aber auch Unternehmen dann in der Lage, versetzt werden, ihre Produktion zu drosseln, beziehungsweise dann auch Maßnahmen zu ergreifen, damit es nicht in Sommerlagen dann beispielsweise zum Ausbruch von Krankheiten, Infektionskrankheiten oder gar Seuchen kommt. Durch den Wassermangel sinkt die Schmutzwassermenge. Das Abwasser wird immer konzentrierter. Kläranlagen sind in der Regel zwar mit einer Notstromversorgung ausgerüstet, sollte die allerdings versagen, muss das verschmutzte Wasser abgelassen werden. So ist schnell Eigeninitiative gefragt und das eigentlich schon im Vorfeld. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, rät für solche Zeiten vorzusorgen, als Bürgerpflicht. Wir appellieren an den Bürger, immer einen Vorrat an Trinkwasser, immer einen Vorrat an Lebensmitteln, an den notwendigsten Lebensmitteln, aber auch beispielsweise an den lebensnotwendigen Medikamenten im Hause vorzuberaten, weil auch im Bereich der Medikamentenversorgung es sehr schnell dazu kommen kann, dass in den Apotheken Lieferschwierigkeiten entstehen oder ein Lieferstopp dann vorhanden ist und dann auch selbst lebensnotwendige Medikamente möglicherweise nicht mehr so schnell zu bekommen sind. Manche Menschen lassen es gar nicht erst so weit kommen. Lebensmittel, die man für längere Zeit einlagern kann, gibt es zu Genüge.
Noch etwas weiter gehen Prepper. Der Ausdruck kommt vom Englischen to prepare, also vorbereitet sein. Angelo Z. ist aktiver Prepper, auch um im Notfall auf der sicheren Seite zu sein. In erster Linie geht es mir einfach darum, dass ich autark bin. Und das kann dann auch bei einem Stromausfall sein, bei Naturkatastrophen etc. oder eben auch einer Wirtschaftskrise. Das ist eigentlich vollkommen egal. Hauptsache, ich bin für meinen Teil erstmal so weit vorbereitet, dass ich nicht von irgendwelchen Leuten abhängig bin. Beim Lagern achtet er vor allem darauf, dass es nicht irgendwelche langhaltbaren Lebensmittel sind. Ich habe vor allem darauf geachtet, dass das auch Lebensmittel sind, die ich im alltäglichen Leben ebenfalls zu mir nehme. Und da die halt auch sehr lange haltbar sind, vor allem der Reis und auch die Konserven, sind sie natürlich dafür prädestiniert, dass ich die halt auch hier unten dann halt lagere. Mit diesem Vorrat käme er etwa 2 Monate aus. Die Freundin darf mitessen. Mit dem Einlagern ist es aber nicht getan. Das Lager muss ständig kontrolliert werden. Was das Ende der Haltbarkeit zu erreichen droht, wird gegessen bzw. ersetzt. Ein stetes Kommen und Gehen. In erster Linie mache ich das deshalb, weil ich einfach unabhängig sein möchte. Und dementsprechend habe ich dann natürlich versucht, mir so einen Lebensmittelvorrat anzuschaffen, damit ich eben, soweit es geht, autark über die Runden komme. Über seine Erfahrungen und Ideen berichtet Angelo in seinem Blog Bugout Survival. Denn für ihn und viele seiner Mitstreiter ist Preppen mehr als nur ein Hobby. Es ist eine Lebenseinstellung, für Ausnahmesituationen wie einen Blackout vorbereitet zu sein. Die technischen Hilfsmittel lagert Angelo im Schlafzimmerschrank. Vor allem bei einem Stromausfall ist es sehr wichtig, dass man Informationen erhält. Und da ist natürlich so ein Radio, denke ich mal, die erste Wahl. Gerade weil das batteriebetrieben ist, also nicht vom Netzstrom abhängig ist. Und dementsprechend kann man natürlich dann auch zum Beispiel die Durchsagen im Lokalradio abhören und dann dementsprechend handeln. Angelo ist für alle Eventualitäten gut gerüstet. Hier oben haben wir jetzt zum Beispiel 2 Gaskochplatten, um im Ernstfall dann halt seine Lebensmittel trotzdem weiter kochen zu können. Hier haben wir dann noch Erste-Hilfe-Equipment und Medikamente und Desinfektionsmittel. Hier unten haben wir dann noch weitere Geräte, wie zum Beispiel Gaslaternen oder Petroleumlampen, um dann halt in der Nacht auch etwas Licht zu haben. Hier haben wir dann Funkgeräte, PMR, Scanner, Dualband und CB-Funk, um halt im Ernstfall dann auch mit anderen Leuten kommunizieren zu können. Und hier haben wir Batterien, um natürlich dann die Taschenlampen, die man hat, auch weiterhin einsetzen zu können. Prep-Profi Angelo nutzt die Checkliste des BBK als Orientierung. Was passiert aber, wenn alle Stricke reißen und die privaten Vorräte aufgebraucht sind? Bei der Trinkwasserversorgung können wir in Deutschland derzeit auf gut 5000 Notbrunnen zurückgreifen. Diese Notbrunnen sind überwiegend im städtischen Bereich in Zeiten des Kalten Krieges mal angelegt worden, um eben bei einem großen katastrophalen Ereignis wie Krieg die Bevölkerung mit Notwasser zu versorgen. Die Lebensmittelbevorratung findet statt an ganz bestimmten wenigen Orten in der Republik. Und bei einem Szenario groß angelegter, flächendeckender, langanhaltender Stromausfall haben wir natürlich auch Probleme mit dem Transport. Das heißt, die gesamte Transportlogistik ist ja in dem Fall auch gestört und fällt aus. Insofern wird es schwierig sein, auf die normale Lebensmittelnotbevorratung, die für Kriegszeiten ursprünglich gedacht war, so einfach zurückzugreifen. Angelo Z. setzt darüber hinaus auf eine kleine eigene Stromversorgung für das Nötigste. So ist das Preppen für Angelo immer eine Entwicklung. Ständig arbeitet er an Ideen, mit denen man kostengünstig vorsorgen kann. Und die teilt er in seinem Blog und auf seinem YouTube-Kanal. Neuestes Pferd im Stall ist die Do-It-Yourself-Solaranlage mit eigenem Akku. So würde man denken, wer eine Photovoltaikanlage besitzt, hätte ja quasi strommäßig vorgesorgt. Das stimmt aber leider nicht. Photovoltaikanlagen speisen den Strom in der Regel über einen sogenannten Wechselrichter ins Netz. Dieser ist mit dem Stromnetz synchronisiert. Und da liegt auch der Haken. Ohne Stromnetz keine Einspeisung und somit leider auch kein Strom. Selbst nutzen kann man den Strom nur über eine Speichereinheit und die besitzen noch die wenigsten. Blackout Tag 2. Die Menschen bleiben bald zu Hause, weil der Arbeitsplatz nicht mehr funktioniert. Fabriken stehen jetzt still, Deutschland liegt brach. Je nach Jahreszeit versammelt man sich in Notunterkünften, weil die Wohnungen nicht mehr heizbar sind. Der Verkehr ist jetzt vollständig zum Erliegen gekommen. Die Menschen verlegen sich aufs Fahrradfahren. Der Fahrradanhänger, in dem sonst Kinder ihren Platz fanden, wird zum Lastesel. Eine Gefahr könnte auch auf einer ganz anderen Ebene drohen. Kernkraftwerke benötigen Strom zur Kühlung. Einer von 8 noch in Betrieb befindlichen Reaktoren Deutschlands steht bei Lingen in Niedersachsen. Gerade erst nach neuesten technischen Gesichtspunkten aufgerüstet, speist der Druckwasserreaktor knapp 98% seiner elektrischen Leistung ins Netz.
Der Rest ist Eigenbedarf. Strom, den das Kraftwerk für den Unterhalt und vor allem die Kühlung benötigt. Fällt diese Kühlung aus, drohen ernsthafte Probleme. So wie in Fukushima im Jahr 2011. Die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit GRS in Köln. Nuklearexperte Michael Macqua war bei der Entwicklung von Lösungsszenarien maßgeblich beteiligt. Bei einem Blackout werden Kernkraftwerke abgeschaltet vom Netz. Das heißt, wenn der Blackout kommt, versucht das Kernkraftwerk auf einen sogenannten Eigenbedarf herabzufahren. Das heißt, es produziert nur den Strom, den es selber braucht. Falls das nicht gelingt, gibt es eine Ebene mit Notstromdieseln, die für die Anlage genügend Strom erzeugt. Falls auch diese vier Notstromdiesel ausfallen würden, gibt es eine zweite, sozusagen Batterie mit Notstromdieseln, die dann die wesentlichen Sicherheitsfunktionen für die Anlage sicherstellen können. Vor allem Deutschland hat seit Fukushima die Sicherheitsvorkehrungen stark angepasst. In den anderen Kernkraftwerken Europas gibt es zum Teil dieses Abfangen auf Eigenbedarf nicht. Das heißt also, die Anlagen sind bei einem Blackout immer auf ihre Notstromdiesel angewiesen. Und auch sind in vielen Anlagen diese zweite Ebene der Notstromdiesel ist nicht vorhanden. Die Nutzung der Kernenergie läuft 2022 aus. Beschlossene Sache. 11 Kernkraftwerke wurden bereits abgeschaltet. Wie steht es mit Ihrer Sicherheit bei einem Blackout? Abgeschaltete Atomkraftwerke produzieren deutlich weniger Nachwärme als die laufenden Anlagen. Damit brauche ich auch weniger Strom, um die Wärme abzuführen. Natürlich können abgeschaltete Anlagen nicht mehr den eigenen Strombedarf selber produzieren, sondern sind immer bei einem Netzausfall auf die eigenen Notstromdiesel angewiesen. Diese Notstromdiesel müssen allerdings auch für diese Anlagen weiterhin verfügbar gehalten werden. Deutschland den Schalter umfassend auszuknipsen, ginge auch über einen physischen Angriff. Leitungen, Umspannwerke, Schaltanlagen. Die Akteure des Stroms sind im ganzen Land gut sichtbar verteilt. Man unterscheidet 4 verschiedene Stromnetze in Europa. Das Übertragungsnetz, auch Höchstspannungsnetz genannt, mit 220 oder 380 kV. Es überträgt Strom von Großkraftwerken sehr verlustarm über große Strecken. Überregionale Verteilungsnetze oder Hochspannungsnetze verteilen diesen Strom mit 60 oder 110 kV an industrielle Großabnehmer, also Fabriken und Eisenbahnen. Die Mittelspannungsnetze bringen Strom mit einer Spannung von 20 kV zu kleineren Fabriken. Erst dann kommt die sogenannte Niederspannung, die den Strom in die Haushalte transportiert. Schaltanlagen bringen den Strom von der höheren zur niedrigeren Spannung. Ein Angriff auf eine Höchststromschaltanlage könnte also ziemlich effektiv sein. Und in Deutschland verlaufen momentan 22.000 Kilometer Hochspannungsleitungen mit Tausenden von Masten. Tendenz deutlich steigend. So fehlen laut Experten im Zuge des Ausbaus der erneuerbaren Energien weitere 3.500 Kilometer Trassen, zum Beispiel um Windstrom von Nord nach Süd zu bringen. Manche dieser Trassen transportieren mehrere Gigawatt Strom durchs Land. Mehrere dieser Nervenbahnen zu kappen, könnte den deutschen Strom zumindest kurzfristig ins Wanken bringen. Und jeden Meter zu überwachen, würde jedes Maß übersteigen. Blackout Tag 3. Die Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser wird langsam zum Problem. Die Vorräte vieler Leute gehen zu Ende. Wann ist der Punkt erreicht, an dem Menschen zu Furien werden, die Moral beiseite geschoben wird? Auch aufgrund der Tatsache, dass Gefängnisse über keinerlei Sicherungselektronik mehr verfügen, sind jetzt vermehrt Kriminelle unterwegs. Das Paradoxe ist auch da, von der Beobachtung her, bleibt das alles sozusagen um das Thema Strom im Grunde zentriert. Sie haben nämlich die eigenartige Beobachtung, dass diejenigen, die dann sagen wir mal, in einen Elektronikmarkt einbrechen, dann mit 1,5 Quadratmeter großen Plasmaschirmen wieder herauskommen, also in dem sicheren Wissen oder Vertrauen darauf, ne? Also morgen wird der Strom wieder fließen und dann habe ich meinen Bildschirm da stehen in meinem Heim. Ne? Ist ja eigentlich menschlich betrachtet nachvollziehbar. Ne? Von der Stromthematik her auch psychologisch absolut nachvollziehbar. Wie unvorhersehbar die Reaktionen der Menschen sein können, zeigt der Blackout von New York 1977. Es dauerte nur wenige Stunden, bis die Situation aus dem Ruder lief. Vor allem in den Elendsvierteln zogen ganze Horden herum, räumten Geschäfte leer und legten Feuer. Die Bilanz der Nacht? 1616 Plünderungen sowie 1037 Brände. Eine Stadt im Ausnahmezustand. Meint in dem Moment, das könnte man überhaupt nicht verstehen, dass sie das so tun. Aber wir wissen, dass es natürlich auch bestimmte Länder gibt oder Regionen, wo Stromausfälle quasi ja, zum Alltag oder zum Rhythmus ne, übers Jahr gehören. Und da gibt es Leute, die sind eigentlich auf sowas schon eingestellt. Wir müssen gar nicht angreifen. Das Stromnetz greift sich selbst an. Die Schwierigkeiten für das deutsche Stromnetz müssen nicht zwangsläufig von außen kommen.
Durch die Energienovelle steigt die Zahl kleinerer Stromanbieter wie Windkraft, Photovoltaik und verschiedener Kleinkraftwerke. Das Netz wird immer detailreicher und damit komplizierter. Nicht einfacher wird es durch die Tatsache, dass Strom wie eine Ware gehandelt und auch so behandelt wird. Der Stromhandel funktioniert ähnlich wie eine Wertpapierbörse, nur dass hier zeitlich begrenzte Strommengen angeboten und erworben werden. Der Preis richtet sich unter anderem nach Angebot und Nachfrage, beziehungsweise nach prognostiziertem Verbrauch und der Menge an verfügbarem Strom. So sollte eigentlich immer ein Puffer an Strom vorgehalten werden. Es gibt aber Momente, in denen der Handel das bewusst verhindert. Zum Beispiel, um Gewinne einzustreichen. Die Liberalisierung des Strommarktes und die erneuerbaren Energien führen mehr und mehr zu einem Leitungsproblem. Windkraft muss in den Süden, die Leitungen dazu fehlen oder werden nur zögerlich gebaut. Das führt dazu, dass die Übertragungsnetzbetreiber immer mehr eingreifen müssen, um das Netz stabil zu halten, viel mehr als früher. Wie lange dieser Zustand anhalten wird und ob er weiter zunimmt, weiß niemand so genau. Die Hauptaufgabe der Übertragungsnetzbetreiber besteht darin, Stromangebot und Nachfrage in einem Gleichgewicht zu halten. Auf verschiedenen Seiten im Internet kann man diese Arbeit beobachten. Die Netzfrequenz sollte europaweit immer bei etwa 50 Hertz liegen. Sinkt der Bedarf, steigt die Frequenz und die Netzbetreiber müssen Strom aus dem Netz nehmen. Steigt der Bedarf, müssen sie Strom dazugeben. Wie im Fall der Sonnenfinsternis Anfang 2015. Ein Jahr Vorbereitung und leichte Nervosität bei den Netzbetreibern. Der Grund? Der Zuwachs an Photovoltaikanlagen, gemischt mit einem relativ sonnigen Tag. Durch die Sonnenfinsternis fiel die Energie von etwa 7 Großkraftwerken in wenigen Minuten weg. Nur um etwa eine Stunde später, zur Mittagszeit, mit einer Leistung von etwa 20 Gigawatt wieder hinzuzukommen. Die von vielen befürchteten Stromausfälle blieben jedoch aus. Die Vorsorge hat funktioniert. Was passiert aber bei einem Totalausfall? Eine Netzwarte in Arnsberg in Nordrhein-Westfalen. Von hier aus werden normalerweise 5,5 Millionen Haushalte mit Strom versorgt. Wie die meisten Leitstände besitzt der Arnsberger Standort eine Notstromversorgung, um auch im Falle eines Blackouts arbeiten zu können. Ist der Fehler gefunden, würden die Mitarbeiter hier und anderswo behutsam versuchen, das Netz wieder aufzubauen. Kraftwerk für Kraftwerk. Das Ziel ist zunächst, kleinere Strominseln zu errichten, mit Hilfe von Windenergie, Photovoltaikanlagen und Kraftwerken, die eine Besonderheit aufweisen. Sie starten ohne Stromzufuhr von außen, der sogenannte Schwarzstart. Denn die meisten Kraftwerke benötigen Strom, um arbeiten zu können. Bei diesem Wasserkraftwerk in der Schweiz sorgt eine kleine Turbine dafür, dass die großen Turbinen wieder Strom bereitstellen können. Ihre gerade mal 350 Kilowatt Leistung sorgen dafür, dass die Beleuchtung funktioniert, aber auch die elektrischen Ölpumpen für die Schmierung der großen Anlagen. Und sie liefert Strom für die elektrischen Schieber des Kraftwerks, die das Wasser auf die Schaufeln leiten. Wir haben in der Schweiz hier 9 Wasserkraftwerke unter Vertrag, die schwarzstartfähig sind. Das heißt, Wasserkraftwerke, die den Betrieb aufnehmen können, auch wenn rundherum kein Strom vorhanden ist. Und die können wir eben auch im Bedarfsfall den Kollegen im umliegenden Ausland zur Verfügung stellen. Das wird regelmäßig auch geprobt, zum einen mit den Wasserkraftwerken, dass es dann wirklich funktioniert. Zum anderen auch mit den Kollegen in Deutschland, damit die Mechanismen eingespielt sind, sowohl auf der konzeptionellen Ebene, aber auch auf operativer Ebene. Innerhalb von kürzester Zeit sorgen so verschiedene schwarzstartfähige Kraftwerke von innen und außen dafür, dass weitere Kraftwerke mit Strom versorgt und hochgefahren werden. Auf diese Weise entstehen immer mehr Bereiche, die wieder über Strom verfügen, die nach und nach von den Leitständen aus wieder verbunden und zusammengeschaltet werden. Für die Kommunikation beim Wiederaufbau der Netze stehen eigene Leitungen zur Verfügung, an den Spitzen vieler Strommasten. Damit der Ablauf im Ernstfall möglichst reibungslos vonstatten geht, gibt es europaweite Übungen. Unsere Operateure sitzen dann jährlich heute mit Kollegen aus Baden-Württemberg, aus Frankreich, aus Österreich zusammen, wo man genau diese Situationen an entsprechenden PC-Simulationen durchgeht und die Aktivitäten dann auch wirklich übt. Ob es den Netzbetreibern im Ernstfall gelingt, den Fehler zeitnah zu finden und das Netz wieder aufzubauen, gehört ins Reich der Theorie. Denn ein solches Ereignis hat in diesem Umfang noch nie stattgefunden. Und es sieht auch für die Zukunft gut aus. Wir haben gesehen,
Die Strombetreiber nehmen ihre Aufgabe ernst und werden ihr in der Regel auch gerecht. Den deutschen Strom landesweit auszuknipsen wäre ein gewaltiger Kraftakt, mit dem nach unseren Recherchen eher nicht zu rechnen ist. Und dennoch drohen dem Strom Gefahren. Von innen. Systembedingt. Wir haben es hier mit wachsenden neuen Systemen zu tun, die sehr stark von hochkomplexen Prozessen gesteuert werden. Und da ist es sehr, sehr schwer, Wahrscheinlichkeiten mit einer konkreten Zahl zu berechnen. Und das kann eben in 10, in 20 Jahren passieren, das kann aber auch morgen oder übermorgen passieren. Als Großstadtmensch ist man ja schon relativ abhängig von seinen Elektrogeräten, von Kühlschrank etc. Und gut, Kerzen im Haus hat, glaube ich, jeder. Ich habe weder Batterien noch sonst irgendwas, ich habe nicht mal eine Taschenlampe, glaube ich. Wenn die Lebensmittelversorgung zusammenbricht wegen dem Stromausfall, nee, wäre ich nicht drauf vorbereitet. Blackout in Deutschland? Vielleicht kann es doch nicht schaden, den einen oder anderen Vorrat im Keller anzulegen.